Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ich stehe hier mit Marble Cake noch bei Silverglade. Ich habe in meiner Questanzeige gesehen, dass Justin jetzt bei Steves Farm ist. Und er hat eine Quest, die sich sehr danach anhört, dass ich jetzt endlich springen lernen kann. Schauen wir mal. Hallo Lucy, ich war ein bisschen draußen, um nach Runensteinen Ausschau zu halten. Ich hatte gehofft, ich würde dich sehen. Ich wollte nur sicher gehen, dass es dir gut geht. Oh, du bist noch nicht gesprungen? Lass uns ein einfaches Hindernis bauen und ich kann dir ein bisschen was zeigen. Nimm ein paar Barren von hinter der Scheune und baue ein Sprunghindernis mit den Holzbrettern. Ja, das hört sich doch gut an und hier liegen auch schon die ersten. Das erste. Wie viel brauchen wir? Wird das gar nicht angezeigt? Achso. Nein. Was war das? Da... Ich weiß nicht wieso, aber... war ich auf einmal aus dem Spiel rausgetappt. Kann mir nicht erklären, wieso. So, das Hindernis haben wir gebaut. Das sieht gut aus. Es ist aber nicht zu hoch für dich, oder? Naja, wenn ich mir das Pony so ansehe, aber... Das wird es schon schaffen. Okay, bist du dir sicher, dass der Barren nicht zu hoch ist? Dann lass es uns versuchen. Von jetzt an wird es dir möglich sein zu springen. Es geht hier um Timing und Talent. Reite mit deinem Pferd im Galopp und springe direkt vor den Barren ab. Drücke Leertaste oder O oder 0 auf der Tastatur, um dein Pferd springen zu lassen. Okay. Ja. Jetzt kannst du springen. Okay, im Galopp. Ich werde es mal versuchen mit der... Ja! Das hat geklappt. Das war... Ja, nicht ganz so top, aber wir sind drüber gekommen. Gut gemacht. Du bist ja regelrecht geflogen. Von jetzt an kannst du springen, wann immer du willst. Aber sei vorsichtig, springen kann wirklich gefährlich sein. Na, also nimm dich in Acht und pass auf, dass dir und deinem Pferd nicht wehtust. Okay, supi. So, was hat er jetzt noch? Mit mehr Erfahrung und besserer Ausrüstung wirst du noch besser springen können. Versuche schneller zu reiten und dann über verschiedene Dinge zu springen, um zu üben. Übung macht den Meister. Ja. Okay, wir werden weiter mit ihm sprechen. Super. Ich will sicher sein, dass du dich wirklich anstrengst, um besser zu werden. Es wäre so cool zu sehen, wie du die anderen Mädchen schlägst und einen besseren Rekord erzielst. Erfahrung und die richtige Ausstattung werden dich dorthin bringen. Das wäre dann erstmal alles. Ich werde Steve noch Hallo sagen und dann zu den Moorlandstellen zurückkehren. Pass auf dich auf und bis später dann. Oh, cool. So, das ist ja... Na gut. Ich habe ja gesagt, wir kehren erstmal nur zurück, um springen zu lernen. Also machen wir uns jetzt auf diesen langen Weg nach Jalaheim. Irgendwie hier hinten am Schloss vorbei. Aber da gab es zwei Wege. Wir müssen hier hinten, da kommen wir dann, meine ich, den Weg beim Nilmer suchen, aber dieser alten verlassenen Farm auf jeden Fall an. Wenn ich mich recht erinnere, da war ja auch so ein Gesperrzeichen immer, wenn ich das Rennen von Loretta... Boah, das war noch weg. Wenn ich das Rennen von Loretta gemacht habe, bin ich da immer dran vorbeigeritten. Ich hoffe mal, dass es das ist. Endlich. Ach ja. Na, jetzt wird alles ein bisschen einfacher, hoffe ich mal. Oma. Ach ja. Ja, aber so ein bisschen langsamer ist sie schon. Ich weiß auch noch nicht. Ich habe mir schon mal zumindest eine Decke rausgesucht, die ich kaufen möchte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon genug Geld habe. Weil ich möchte ungern Starcoins dafür ausgeben. Muss ich nochmal nachschauen.
Wenn es so ist, dann wird es auf jeden Fall in den nächsten Folgen so weit sein, dass sie wenigstens erstmal eine neue Decke hat. Und dann schaue ich mal. Also Sattel und Trense kann ich mir das, was ich haben möchte, im Endeffekt erst mit Level 9 kaufen. Das ist schade. Stand da oben. Ja, stand da oben nicht ein Transporter. Vielleicht kann man ja auch einmal mit dem Transporter fahren. Ich weiß gar nicht, geht das schon? Habe ich schon andere entdeckt? Nein. Oh, schade. Also, nicht abkürzen, sondern den ganzen Weg laufen. Oh, hier gibt es auch einen Shop. Da muss ich auch noch mal reingucken. So, dann werde ich jetzt aber endlich diesen Wettbewerb schaffen können, hoffe ich. Wenn ich nicht immer am Hindernis hängen bleibe, aber aktuell sieht es ja noch ganz gut aus. Bis jetzt bin ich ja noch nicht hängen geblieben, aber ich denke mal, das kommt noch früh genug. Dass man das dann irgendwie nicht so richtig timet und dann zu früh oder zu spät abspringt. Jetzt geht es auch wieder durch diesen dunklen Wald, Grüntalweg. Sie ist auch immer noch Level 1. Ich muss sie unbedingt noch trainieren. Dann wird sie auch noch mal ein bisschen schneller. Ich glaube, das kann man sich auch hier ansehen. Rennen, ja. Ich habe heute noch kein Rennen. Oh, da war das Pferd wieder. Was es damit wohl auf sich hat. Schick ist es. Ja. Läuft es hier einfach so durch diesen Wald. Ob das ein Wildpferd ist? Es gibt ja auch diese jorvikischen Urpferde, aber die sehen ja ganz anders aus. Die wechseln ja auch ihre Farben. Oder ob es noch was ganz anderes mit dem Pferd auf sich hat. Ich weiß nicht, aber ob ihn irgendwer verloren hat oder sie. Das kommt vielleicht dann auch im späteren Verlauf. Ich bin ja gerade mal Level 6. Aktuell soll wohl das Höchstlevel bei 18 oder 19 liegen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also Leute mit 18er Level habe ich schon gesehen, auf jeden Fall. Aber ich meine auch schon gehört zu haben, dass es Level 19er gibt. Na gut, auf jeden Fall bis dahin noch sehr, sehr viel zu tun, zu erleben. Und ja, da ich jetzt ja auch in mehr Gebiete komme, wollte ich mir da dann auch noch mal ein paar Pferde ansehen. Ich habe hier schon ein paar rumlaufen sehen, die mir so im Vorbeilaufen doch schon ziemlich gut gefallen haben. Und muss mal gucken. Ich muss ja zugeben, ich habe mich da auf der Hilfeseite mal umgeschaut, was es alles so für Pferderassen gibt und Farben. Und da waren schon einige dabei, die mir vom Foto her sehr, sehr gut gefallen haben auch. Und allerdings stehen die auch einige in New Hillcrest. Ja, da komme ich ja, glaube ich, erst mit Level 16 hin. Das dauert ganz lange. Aber bis dahin der Friese auf jeden Fall mit Level 12. Den habe ich ja schon gesehen. Bei Steve steht der. Und ja, noch andere Pferde. Quarter Horse und Morgan und ja, die Fjordis. Isländer. Stehen aber auch, glaube ich, alle in New Hillcrest. Ne? Okay, erstmal das Versuchskaninchen jetzt. Als du die Wegweise aufgestellt hast,
Hast du kontrolliert, ob du sie ordentlich aufgestellt hast? Denn wenn sie nicht richtig aufgestellt sind, dann fallen sie beim kleinsten Windhauch um. Aber wenn du sagst, du hast das ordentlich gemacht, dann vertraue ich dir. Ein paar Jahre zuvor hat Stein vergessen, ein paar der Wegweiser aufzustellen und ein Dutzend Reiter ist völlig falsch geritten. Das soll dieses Jahr nicht passieren. Stein hat mir erzählt, dass er alle Hindernisse für den Wettbewerbsstrecke aufgestellt hat. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine Testrunde, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Möchtest du und entschuldige, wie heißt dein Pferd? Marble Cake? Möchtest du mit Marble Cake eine Proberunde drehen? Super, viel Erfolg. Ja, ich bin so gespannt. Das erste Rennen, bei dem ich springen kann und auch muss. Anders habe ich es ja nicht geschafft. Ich kam da ja nicht dran vorbei an dem Hindernis hinten bei dem Hof. Aber auch mit... Ja, super. Erstes Mal ist, an dem ich hängen geblieben bin, aber egal, wir sind drüber. Ja, das war das Hindernis, an dem ich einfach nicht... es nicht geschafft habe, ohne springen vorbeizukommen. So. Jetzt aber. Die Kleine schafft das. Gut, dass diese Fahnen hier den Weg markieren. Das ist sehr praktisch. Hier kann man wenigstens rechtzeitig sehen, wo man hin muss. Boah, gut, dass da ein Loch im Zaun war. Ich springe hier einfach nochmal. Ja, und bleiben mal hängen. Aber egal, weiter geht's. Ein bisschen, wenn man es ein bisschen von der Seite sieht, ist es ein kleinen Tuck einfacher, denke ich mal, aber gut. Das wäre geschafft. Die Strecke war nicht schlecht. So. Ist alles gut gegangen? Ich habe dich und Marble Cake durch den Zaun stürmen sehen. Wenn du es nochmal versuchen willst und vielleicht sogar die schnellste werden möchtest, kannst du gerne wiederkommen. Die Strecke ist die ganze Woche geöffnet. Ja, bei mir ist dann wahrscheinlich heute der letzte Tag. Ich hoffe, dass ich heute alles durchkriege. Fehlende oder vergessene Sättel. Okay. Danke für deine Hilfe, Lucy. Nun muss ich mich um eine Gruppe Besucher kümmern. Aber könntest du mit Stein sprechen? Ich habe noch nichts von den Satteln gehört, um die er sich kümmern sollte. Gut, sag mir gern Bescheid, sobald du etwas Neues weißt. Denn wir brauchen wirklich so viel Ausrüstung wie möglich. Okay. Auf zu Stein, der steht ja bestimmt noch hier hinten, ja. Huch, einmal durch die Luftballons durch. Mutiges kleines Pony. Hallo. Hallo Lucy. Sattel? Ja. Haha. Okay, das hört sich ja schon sehr gut an. Hilft der Stallhilfe Sattel entlang des Weges. Na gut, machen wir erstmal das hier. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Und das mit dem ganzen Tag der offenen, das mit dem Tag der offenen Tür ist eine tolle Sache. Die ganzen Luftballons. Die Sattel? Naja. Apropos Sattel, bist du unsere Wettbewerbsstrecke schon geritten? Gibt jede Menge Hindernisse und ich habe auch gehört, dass du die ganzen Luftballons aufgehängt hast. Immer das Gerede über diese Sattel. Zuerst Johanna und jetzt du. Okay, okay, du musst nicht laut werden, ich erzähle es dir. Aber versprich mir, Johanna nichts zu sagen. Sie wird extrem sauer werden. Aber ich habe alle Sättel verloren. Entschuldige, also ich sagte, ich habe sie verloren. Oder, also sie sind nicht komplett verschwunden. Also, ich bin heute Morgen ausgeritten. Ich hatte ein paar Dinge zu erledigen. Ich habe die Sattel vom Sattelmacher geholt, aber war gezwungen, noch etwas zu erledigen, bevor ich zurückgeritten bin. Als ich zurückkam, habe ich gesehen, dass die Kiste mit den Satteln nicht komplett geschlossen war. Also muss ich sie irgendwo auf dem Weg verloren haben. Ich dachte zuerst, dass ich losreite und danach suche. Aber ich habe so viel zu tun. Die Tiere, um die ich mich kümmern muss, die Vorbereitung für all die Besucher. Kannst du nicht losreiten und nachsehen, ob du die Sattel findest? Es sind 4 Stück. Danke. Und bitte sag Johanna nichts davon. Na gut. Wo sollen sie sein? Vorne raus. Das ist natürlich doof. Aber man guckt doch vorher. Ich meine, Sattel. Die sind ja nicht gerade günstig.
Und das merkt man doch auch, wenn so ein Sattel runterfällt. Das macht doch bestimmt Krach. So, das dann hier. Und vorne. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber na gut, wir haben sie jetzt. Ich hoffe, denen ist nicht zu viel passiert. Es passiert ja leider sehr schnell, wenn Sättel runterfallen, dass die dann Schaden nehmen, kaputt gehen. Sie sehen dann einerseits nicht mehr schön aus, kann aber auch irgendwann, wenn sie richtig blöd fallen oder da ein bisschen mehr Druck drauf kommt, dass sie dann, ja, richtig doll Schaden nehmen. Okay, Sattel entlang des Weges. Du hast die Sattel gefunden. Vielen Dank, Lucy. Aber nein, wie schmutzig sie sind. Gut, schmutzig sind sie? Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das müssen wir dann morgen machen in einer neuen Folge Star Stable. Bis dann. Tschüss.